Eine kleine Beispielaufgabe haben wir hier. Wir sollen herausfinden, ob dieses Dreieck mit den Punkten A, B und C, ob das rechtwinklig ist. Hört sich ziemlich schwierig an. Wir sollen es nämlich hier nicht zeichnen, sondern durch Rechnung herausfinden. Gut, wir bewegen uns jetzt gerade bei dem Thema mit Streckenlänge im Koordinatensystem, also allgemein, wie man Länge einer Strecke berechnen kann. Da habe ich jetzt einfach nochmal die Formel hin. Wir machen das jetzt mal, ohne zu wissen, theoretisch, wo es hinläuft. Am Schluss werden wir es dann ziemlich leicht sehen. Die Strecke AB, ja, da müssen wir uns wieder umdenken. Also XB, das heißt, in dem Fall passt nämlich auch sogar die X-Koordinate von B, weil es ja die Strecke AB ist. 8 minus 2, Klammern zum Quadrat, plus 3 minus 1 in Klammern zum Quadrat, LE dahinter, ist gleich 36 plus 4, das kann man hier im Kopf ausrechnen, wer es nicht kann, tippt es bitte in den Taschenrechner ein. Und dann darf ich jetzt ausnahmsweise mal Wurzel 40 LE stehen lassen. Normalerweise würde man das ja noch in Taschenrechner eintippen und runden. Warum wir das machen, zeige ich euch gleich. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen mitdenken bei BC. BC 6 minus 8. Ich nehme immer den hinteren Wert. Das ist ja, eigentlich kommt es ja eben vom Vektor, nämlich von Spitze minus Fuß. Deswegen müssen wir das uns auch immer wieder dazu denken. 6 minus 8, 5 minus 3 und das in Klammern und jeweils zum Quadrat. Denkt dran, ein Plus in der Mitte. Das gibt 2 zum, minus 2 zum Quadrat gibt 4. Das gibt plus 2 zum Quadrat gibt auch 4. Das heißt, es ist völlig wurscht, was da für eine Zahl drin steht, Minus oder Plus. Es wird auf jeden Fall immer was Positives rauskommen. Das heißt, keine Angst, wenn da ein minus 2 unter der Wurzel steht. Es wird ja noch quadriert und damit wird es immer positiv. Die dritte Seite, die uns noch fehlt, ist die Seite AC. 6 minus 2, 5 minus 1. Das Ganze jeweils im Quadrat oder die Differenz im Quadrat. Das gibt 4 zum Quadrat, das ergibt auch 4 zum Quadrat, Wurzel 32. So, da wird sie euch jetzt berechtigt fragen, was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt die drei Längenangaben habe? Nun, ich weiß doch, dass wenn mein Dreieck rechtwinklig ist, dass der Satz von Pythagoras gelten muss. Also Hypotenusenquadrat muss gleich der Summe der Kathetenquadrate sein. Rauszufinden, was die Hypotenuse ist, sollte man eigentlich auch noch können. Das ist einfach die größte oder die längste Seite. Und ob eine Wurzel dran steht oder nicht, die längste Seite ist quasi das, wo die größte, den größten Radikanten hat. Also hier die 40 könnte ich auch im Taschenrechner ausrechnen, dann würde ich auch sehen, dass das die längste oder größte Seite ist. Das heißt, das hier muss meine Hypotenuse sein. Also stelle ich auf, Wurzel 40 zum Quadrat, und deswegen habe ich die Wurzel dran, lassen Sie mal gleich, ist gleich Wurzel 32 zum Quadrat plus Wurzel 8 zum Quadrat. Denn jetzt kann ich Wurzel und Quadrat weglassen. Ja, einer würde jetzt sagen, hier steht ein Plus, macht nichts. Wir betrachten ja auch jedes Mal bloß die Wurzel und da hebt sich das mit dem Quadrat selber wieder auf. Heißt, es steht dran, 40 ist gleich 32 plus 8. Und das ist richtig. Das heißt doch, dass wenn der Satz von Pythagoras gilt, also diese drei Längen eben genau dem Pythagoras ergeben, dann ist mein Dreieck rechtwinklig. Ja, Frage ist nur noch, wo? Wo ist der rechte Winkel? Aber das ist auch klar, wenn die Seite AB die Hypotenuse ist, dann muss der gegenüberliegende Winkel, der muss 90 Grad haben. AB, wenn die untere Seite ist, dann liegt der Winkel Gamma gegenüber. Also haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck mit Gamma gleich 90 Grad. Und so können wir jetzt tatsächlich von Dreiecken, Vierecken immer wieder zeigen, ob es einen 90-Grad-Winkel drin gibt. Wir könnten theoretisch auch zeigen, ob es gleichschenklig oder gleichseitig ist. Hier sehen wir, es hat drei unterschiedliche Seiten, also nicht gleichschenklig und auch nicht gleichseitig, sondern nur rechtwinklig.